Herr Kommissionspräsident, Herr Ratspräsident! Die Liberalen wollen den Erfolg der Europäischen Union. Wir wollen den Erfolg dieser Kommission. Drei Elemente sind, glaube ich, entscheidend. Ein gutes Arbeitsprogramm. Herr Juncker, Ihr Arbeitsprogramm ist sehr gut. Sie haben den Mut gehabt, zu entrümpeln, auch wahrscheinlich unter tätiger Mithilfe von Franz Timmermans, und ehrgeizige neue Projekte ins Arbeitsprogramm aufzunehmen. Das zweite Element neben einem Arbeitsprogramm der Kommission sind Strukturreformen in den Mitgliedstaaten. Hier haben wir große Sorgen. In Frankreich, in Italien oder aber auch in Belgien, wo das Land schon bei moderaten Reformen durch einen Generalstreik vollständig lahmgelegt wird. Ich glaube, die Mitgliedstaaten müssen viel ehrgeiziger werden, wenn es darum geht, Ihnen und uns als Europäern zum Erfolg zu verhelfen. Und das dritte ist das Investitionsprogramm. Ihr Investitionsprogramm wird von vielen kritisiert. Ich halte es für falsch, den Stab darüber zu brechen und jetzt schon zu sagen, das kann alles nicht funktionieren. Eine staatliche Garantie, die private Investitionen mobilisieren kann, sowas hat in der Vergangenheit funktioniert. Vielleicht funktioniert es diesmal auch. Zu wünschen wäre es. Eines ist ganz wichtig. Sie haben gesagt, die Europäische Investitionsbank wird entscheiden über die Projekte. Werner Heuer, der letztes Mal hier neben Ihnen saß, in den haben wir großes Vertrauen. Bitte machen Sie nicht den Fehler, dass die Mitgliedstaaten Ihnen irgendwelche Projekte aufdrücken. Die Bundesregierung hat Ihnen allen Ernstes empfohlen, in diese Investitionsruine Flughafen Berlin-Brandenburg europäisches Geld reinzustecken. Wir wollen den Erfolg der Europäischen Union. Wir wollen nicht die Verschwendung unserer Mittel für Projekte, die wirklich Unsinn sind und die komplett gescheitert sind. Herzlichen Dank.